So Leute, da sind wir wieder bei Vegas Hilfe mit mir, der Jute ist der liebe Sevi. Hallöchen! Ja, und wir machen weiter mit Schwitzi Nummer 2. Ja. Schön, was für ein Game wollen. Oh Gott, mir schon Ebis. Also, schwer schick, ne? Das will ich auch nicht holen. Machen wir schon im Schattenpalast. Oh, guck mal, das ist doch was Neues. Eigentlich schön. Kannst ja mal hier von Toon Link den Sandstab ausprobieren. Oh, wen nehme ich denn? Die Entscheidung musst du ganz. Oh Gott, warte, ich muss eben mal kurz ganz lange. Ah, ich nehme den Creatures. Nein, das könnte ein Fehler sein. Das ist ein Fehler, den ich eingehen muss. Oh, ich glaube, ich nehme eine Runde mit Gera hin. Den haben wir jetzt neu dazugekriegt, den können wir auch mal zeigen. Ich will gleich nochmal, jetzt müssen wir uns klappen. Du hast noch die Runde. Stirb, Gera, stirb! Pass auf das Mikro auf. Wusch! Wir brauchen nie ein neues. Ey, mach keinen Scheiß. Wieso, ist das kaputt? Nein. Natürlich nicht! Ich hab mir keine Angst, nein, ist immer teuer genug. Ich fasse es mit Sandhandschuhen an. Natürlich hoffen. Ah ja, ich hab schon ein neues Kostüm für Kira. Hast du das denn jetzt auch kombiniert, also Kombi hoch? Ja. Gott. Mein neues Kostüm. Ich bin Emo Gera hier. Das steht ja aber nicht ganz gut. Ich find's auch voll gut, das passt gut zu ihm an. Gab's übers Master Quest Board. Dann gibt es Kostüme. Hatten wir schon vorhin nicht. Ich bin so ein Junge. Ich geh mal nicht. Warte mal, ich will so eine Schule. Ich bin ja dabei hier. Ich mach Sandblöcke. Minecraft-Style! Das ist hier gerade eine Lokomotive durchgefahren. Alle mal einsteigen. Alter, ich krieg hier gerade voll noch. Diese Lokomotive! Ist das geil! Na, aber jetzt kriegst du diese fliegenden Viecher runter. Ich hab da eine ganz andere Methode für. Runter, ich befehle es dir! Nehme ich nicht. Gott, ich muss mich erstmal wieder einfummeln. Nicht, dass du dich irgendwo einfummeln müsstest. Alter. So. Ich treffe ihn nie damit. Das ist Minecraft Monster. Ah! Oh gut, dass du ihn abgekriegt hast. Ich stand nämlich direkt hinter dir. Wenn das mir übrigens die Herzen sein soll. Ja. So, was geht hier so ab? Man gehört das Geklacken aus der Küche nicht so. Tja. Ich wusste nicht, dass wir eine Toilette in der Küche haben. Ich wollte gerade sagen, wie viele Leute wohnen hier nochmal? Selbst da bin ich mir mittlerweile nicht mehr so sicher. Die Zahl schwankt so zwischen 2 und 3. Ich das dumme Gefühl von nur dieselben Krams. Und da! Bist du? Das war die mit dem Lichtschalter.
Hab da einfach nur nicht die Stromrechnung bezahlt. Tut mir leid, so viel YouTube-Money habe ich noch nicht. Ich kann mir die Stromrechnung noch nicht leisten. Hey, das war voll gut. Ach, dafür ist das wieder ja gut. Hab ich das auch mal gelernt. Boah, das kann ich doch nicht. Ich kann cool. Und gut auch. Wow, das war ja mal mega unspektakulär. Ich bin nicht toll. Ja, du ja, aber ich hier mit meinem Kumpel. Ich habe jetzt eigentlich irgendwie mit dem Sandstab was anderes als eben immer nur diese Lokomotive gemacht. Hey, dafür hast du Minecraft-Blöcke. Das ist ja gemein. Ich geh mich dann mal opfern. Nein, tu's nicht. Ach, die Mission ist das. Hi, Schick. Ja, aber wir brauchen die Fee fürs Hauptquartier vom Gegner. Ach, du Scheiß. War nicht so. Zum Glück kannst du Gerin gut im One-on-One gebrauchen mit seinem roten Faden des Schicksals. Oh. So, das war schief. Das wird blanke Ironie. Hey, ich kann einen Zug erzeugen. Das will ich. Ja, gut, dass wir keinen Rang brauchen. Mhm. So. Sehr gut. Alter, jetzt komm ich. Ich will nur diese verdammte Kiste aufmachen. So ein paar Rubine fast ins Jenseits befördert worden. Aber ich finde es irgendwie interessant, dass Nintendo seit Fire Princess mit Zant und Girahim geschafft hat, zwei Charaktere zu erschaffen, die interessanter sind als die Hauptcharaktere wie Fire. Thunselda verfolgt mich. Ich dachte, ich hätte sie gerade aus dem Augenwinkel so aufploppen sehen. Dabei war das nur meine eigene Faust. Meine Thun-Faust. Maximilian Pegasus wäre stolz auf mich. Ich wollte gerade sagen, wo war das denn so? So. Ach, wir können schon uns gegen das Hauptquartier. Sag mir das doch mal einer. Hallo. Na, die Fee musst du haben. Ich hab sie nicht. Oh ja, tatsächlich. Mir ist vieles. Hi, der Runja. Schon mal Zug gefahren? Der fühlt sich bestimmt noch überfahren, wenn du mit ihm fertig bist. So, ja, der größte Schwarzfahrer der Welt. Ah! Mach doch nicht einen Stein auf mich. Stein ich hin. Darum ja schwebt.
Scheiße, deine Sandlücken sind echt sehr unspektakulär. Ja, gut so. Ach, irgendwie keine Ahnung. Irgendwie immer nur dasselbe. Hast du sonst nichts anderes? Kein Special Feature? Nicht wirklich. Fänd ich ja noch spannender. Es ist auch schwer, den schönen Scheiß Zug zu legen. Das kann ich mir vorstellen. Ich meine, für Massen ist es echt geil. Also, wenn der Runia mich steinigt, dann kann ich ihn sandigen. Er ist jetzt ein ewig weitendes Sand im Auge. Findet eine ganz neue Bedeutung. Ich meine, wenn ich wenigstens so mit dem Zug noch so die Kanonen abschießen könnte oder so. Das wäre ja nochmal ganz lustig. Naja, am Anfang habe ich mich hier mit Jerims Fallen auch gefragt, was das eigentlich soll, aber eigentlich ist das voll cool. Darum gehört auch zu tanzen. Das ist nicht witzig. Wenn hier einer macht, nicht das. Ich habe 500 Leute überfahren. Massenmörder. So. Was macht der da? Gott sei Dank. Erstmal mit einer schönen Performance. Na du Schnüppi. Also neues Design hätte dir auch nicht wehgetan. Scheinbar doch. Ich glaube, wir sitzen heute im Dunkeln. Gut, dass sie noch die anderen da waren. Vielleicht entscheidet sich die Lampe ja nochmal wieder anzugehen. Ich hab Mittagspause. Spätmittagspause. Sehr Spätmittagspause. Okay, also mein Fazit. Nein, danke. Es war am Anfang zwar ganz lustig, aber irgendwie das dunkle Gefühl, er kann einfach nur denselben Quatsch. Konnte vielleicht nochmal ein bisschen schneller mit den Blöcken und um sich herum wirbeln, aber das war's. Ja gut, das heißt so. Nicht umsonst, sonst. Da haben sie sich in meinem Tür ausgerissen. Stimmt. Ich glaube, das liegt da auch neben irgendwo. Nice. Eieieiei. Gut, haben wir den Quatsch auch mal. Okay, wieder 5 Euro für den DLC umsonst in Sand gehauen. Wir sind bei 13. In Sand gehauen. Ich würde sagen, einen kleinen Kamel noch. Hier, ja. Ist 31. Dann rufe ich einer kurz mit Gandy rein oder nicht. Ne? Und ich sitze dann hier und gucke zu. Gute Idee. Dann zeige ich euch mal hier, wo die Flocke langläuft. Fliegt. Wen nehme ich denn? Wir wollen es ja schnell beenden, ne? Das ist unser neues finsternes Dream Team. Ja. War es ganz cool, dass Ganon auch Blitz ist jetzt. Mhm. Den Freizack. Finde ich auch. Ich habe das mit Jo als Schicken ein. Ich finde, die passen bei uns immer noch am besten zusammen. Das stimmt. So. Da kennen wir uns einfach am besten mit. Ach, Gany. Ich hab doch Mist. Schwer da wohl hier. Manche Leute ja. Oh, danke, dass du mir bei den Füßen geschmissen hast. Das ist Teamwork! Das geht schnell. So bin ich da nicht. Ich mach die Sonderanheit im Start. Jo. Die Fee brauchen wir eh für den Gegner. Ich kann nicht mehr, das kann ich jetzt.
Ach, ist das schön. Also so scheiße das auch ist, überpowered zu sein. Genau, so geil ist das. Nur noch eine Fee. Man kann nie genug Feen haben. So, dann kommen wir schon mal ins Hauptquartier. Nein, wir sind nicht ansehen. Lasst mich richtig weg. Ich hasse das, dass ich die Attacke nicht mit Ausweichen canceln kann. Ah, glaube ich nicht. Und vor allem, weil die auch wirklich nur vor dir trifft. Rami! Ich liebe das. Yeah, Fähigkeit freigeschaltet. Was ist da unten für ein Punkt denn, ja? Ich gehe mal hin und gucken. Ich hole mal die Fristung immer. Da ist auch, glaube ich, so ein Flugdach reingeflogen. Wie hießen die nochmal? Aerofloss. Ich mal down. Ey du, wie heißt du? Zeig mir deinen Namen. Alfred. Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich, so fröhlich. Oh, gut, was mit drin ist. Aeralfloss. 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 So. Der ist vorgeführt. Ja. Community nervt uns nicht. Es ist mir doch egal, wie man die Namen ausspricht. Ich nenne sie auch mal ganz gerne Bob. Ich gehe mal zu Uto, ne? Jo. Ich finde dieses Lachen so. Moins. Oh, hier ist ja schick. Okay. Obwohl, das ist Horrorfilm. Eis in Butter. Ich bin selbstständig! Das wird hier schon mal. So, das war schick. Warte! Kurzzeit. Ja, so läuft es halt, ne? Das ist sogar noch ein Schluss. Der Stoßtrupp stoßt dazu. Alter, quatsch mich nicht von hinten an. Ich gehe zum Beispiel nicht nach Hauptquartier. Ich komme nicht. Ich bin direkt hinter dir. Extrem dicht hinter dir. Fast neben dir quasi. Ist das gut? Ja. Wir gehen so voran. Bitte schön. Hey, der Hund, der lange nicht kaputt ist. Oh, dass meine Puppe da war. Alter! Wo ist er? Hat Richtung! Mist! Das wäre so episch gewesen, dass ich den weiß. Oh, das war der Hund hier. Das wäre so episch gewesen. Das haben wir so gut gemacht. Alter, der hat keine Schnitte gesehen. Nein. Der wurde nicht zweimal gekillt, der wurde 10-mal gekillt. Ich habe gar nicht mitgekriegt, wie schnell die KP-Leiste runtergegangen ist. So bombenlöslich war die so tief unten. Ich glaube, das hatten wir noch nie. Hätte man Feinde, dann wäre es echt ein Einrutsch non-stop-Kombo. Oh. Dann sind wir voll die Pros. Nee, Assistent, du guckst mich so gerade ein bisschen passiert an.
Was ist das? Yummy, das ist lecker, ne? Ich muss gleich mal ein Bild posten bei Facebook, was wir eigentlich mit Assistentin meinen, wie sie aussieht. Die süßeste von allen. Was mit anderen? Die kleinste. Sie ist die coolste. So stimmt. Hast du? Nee. Nee. Oh! Danke! Weiter! Einfach genie. Na, no. Und du hast noch was für Ruto. Ich glaube, die braucht Darunias Borsten, ne? Kann gut sein. Ich könnte es mir gut vorstellen. Ja. So. Dann können wir wieder verabschieden. Ja, Mann, das ging ja flott. Jetzt ist noch er hier. Das ist eine harte Nuss. Ja. Was mach ich? Machst du? Mega, willst du? Darf ich? Du darfst. Okay, und in dem Sinne verabschieden wir uns und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wir würden uns sehr darüber freuen. Also bis zum nächsten Mal und ciao!